Der Inhalt der nachfolgenden Spielszenen ist für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren nicht geeignet. Sollten Sie das 18. Lebensjahr noch nicht beendet haben, würde ich Sie bitten, das nachfolgende Video nicht anzusehen und sich stattdessen mit einem meiner jugendfreien LPs ohne diese Kennzeichnung zu beschäftigen. Allen anderen wünsche ich viel Spaß. Herzlichen Dank, Ihr Tefkal. So, da sind wir wieder. Ich bin etwas aus der Kamera, jetzt bin ich wieder in der Kamera. Wunderbar. So, wir haben es jetzt geschafft über diesen furchtbaren Organtümpel hier rüber und müssen nun rausfinden, was wir jetzt eigentlich davon haben, dass wir hier drüben sind. Wir haben, glaube ich, letztes Mal schon die Terminals gecheckt. Wir haben hier einen versunkenen Generator. Ich weiß nicht, ob wir damit irgendwas anfangen können. Halb gewachsenes Fleisch ist vielleicht nicht das, was ich haben möchte. Kann ich hier irgendwo hinkommen? Das ist der wichtige Punkt, glaube ich, für mich. Hätten wir, glaube ich, so eine Hebebühne oder sowas. Wo ich aber nicht hinkomme. Habe ich noch irgendwas anderes? Ich muss noch irgendwas anderes entdecken. Kommt man hier hoch vielleicht? Guck mal, ein Querbalken. Bolken, ja. Ein Querbalken verläuft zwischen den stützenden Säulen. Halt, super funktioniert. Bitte mach das nochmal. Ah ja, guck mal, hier kann ich hier scheinbar hochklettern. Habe ich irgendwas, um da ranzukommen? Ich habe einen Brecheisen-Enterhaken. Ich glaube, das kriege ich doch wohl hin. Das ist doch wohl ein ziemlich gutes Instrument, um da hochzukommen. Got it. Natürlich. Wenn du willst, schaffst du alles. Querbalken hoch. Na, nimm ruhig das Nylonseil. Ich wollte gerade sagen, springst jetzt wieder dumm hoch. Alles wackelt. Da sah ich schon den kleinen Schüler aus, der... Ach, verdammt. Und das zum Enterhaken-Nylonseil. Okay, wo bin ich jetzt? Ich war eben hier. Ich war gerade da. Zu Recht. Ich meine, ich bin jetzt hier oben oder so. Ach nee, ich bin hier drin. Ah, okay. Warte mal, stopp, stopp. Ah, hier ist John. Okay. Ich kann nur nach oben oder nach unten. Ja, dann geht doch mal nach oben. Ich meine, von unten kommen wir ja gerade. Ich hätte kurz gedacht, dass wir eigentlich hier rüberkommen können, aber das ist offenbar nicht der Fall. Das ist verdammt hoch. Also, wenn wir jetzt hier runterfallen, haben wir echt einen Zonk gezogen. Das ist eine riesige Halle hier. Ist ja Wahnsinn. Okay. Sie geht also davon aus, dass wir noch am Leben sind, wenn sie unsere Botschaft empfangen hat. Eine verbarrikadierte Bahn. Die verbarrikadierten Eingänge deuten darauf hin, dass die Bahnen schon lange außer Betrieb sind. Wer würde denn eine Bahn so verbarrikadieren? Warum? Ich meine, das sieht ziemlich notdürftig aus. Gibt's hier... Kann man hier unten lang? Hier unten war irgendwas. Ah ne, weiter in die verbarrikadierte Bahn. Kommt der Bildschirm nach unten? Nein. Okay, ich komme hier also nicht runter. Hochbahnschienen. Die magnetischen Stopper auf den Führungsschienen der Bahn sehen stabiler aus als viele andere Teile dieses alternden Gefährts. Okay. Graffiti. Selten befahrene Bereiche bieten eine ideale Brutstätte für unkonventionelle Lebensformen. Hier hat der Graffiti-Tagger die Bahnstation mit einer Vielzahl an wilden Stammeszeichen bedeckt. Ach, wie schön. Ja, ich hoffe mal, dass er auch nicht so zutraulich wird. Und gerne im Dunkeln seine Graffiti sprüht und nicht uns irgendwie damit behelligt. Hochbahnschiene, das hat man schon. Die magische Stopper, okay. Was ist das hier? Bahnschiene im Schatten. Die Bahnen krallen sich gierig mit ihren vielen Beinen an den Schienen fest. Ich finde übrigens diese Hintergrundgeräusche finde ich katastrophal. Also sie sind ja nicht hervorragend, aber es ist halt... es ängstigt mich. Und wo kommen wir jetzt hier hin? Wollen wir das machen? Some sort of interference with the structure. I'm in a tram station. Ja. Eine Frage, was haben wir eigentlich noch so zur Auswahl? Unseren wundervollen Bohrer, mit dem wir natürlich alles anbohren wollen. Und eine lustige, tolle Injektionsspritze, die leider leer ist. Was haben wir denn hier so? Aha, gar nichts. Ja, dann gehen wir doch mal hier durch. Durch das Dunkel zum Licht, hoffe ich doch mal. Nein. Ich habe das Gefühl, ich hätte hier schon viel mehr machen sollen, aber ich... Oh, Alter, du Arsch! Oh. Naja, vielleicht mache ich den Ton ein bisschen runter für mich. Naja, nur für mich. Für euch nicht. Nein, nein, für euch nicht. Kann es sein, dass die Kamera so ein bisschen... Kurz ruhig versuchen, in meine Richtung zu zielen? Ja, das wäre ganz gut. Das, was gerade passiert ist, möchte ich nie wieder erleben. Bestimmt werde ich es auch nie wieder erleben. Ich werde nie wieder irgendein Jumpscare kommen. Tower. I am Brenda.
Authorizing the raw materials containment tag. Yeah, come in. John, thank goodness, I can hear you. You just disappeared. No radio, no PDT. Who the hell was that? Dr. Haradas Milan, head of special projects. He knew you. It's a big ship. I'm in a different division to him entirely. And you met him once. A real arsehole. I just want to get my family out of this goddamn place. That's the plan. Okay. Kann ich hier rübergehen? Hier gibt's nichts anderes, was man machen kann, oder? Außer wahrscheinlich sterben. Ach, schön, durchs Gewässer laufen. Ach, ist gar nicht Gewässer. Das ist nur feucht einfach nur. Das ist ja gut. Gehen wir doch einfach mal hier durch. Und gucken, was passiert. You mentioned earlier that you lost my PDT. Personal data tag. Every person on board has one. Like animals. The tags monitor everything. Mm-hmm. Security access, food intake, location tracking. Everyone has a tag. We can use it to find my family. I'm afraid it doesn't work like that, John. Like hell it doesn't. If I'm tagged, then so are they. I can only access your tag because the Dotmix scanner has registered you. I've scanned for your family and I can't pick them up. Are they on the ship? Have they been rescued? It only means their PDTs haven't been activated. But I still have an idea that might just work. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was hier eigentlich abgeht mit den Türen. Also der Computer oder was das war, hat gesagt, dass er das Ganze druckfest macht. Ich begreife aber nicht genau, was das wird. Es scheint so, als ob ich mich einfach nur in diesen Räumen hier befinde, damit ich letztendlich mit ihr sprechen kann. Also damit das sozusagen eine Übergangslösung ist. Es sieht übrigens sehr geil aus, wenn ich das mal so sagen darf. Schöne, dunkle Science-Fiction. Sowas mag ich ehrlich gesagt. Geh ruhig mal hier rein. John, geh ruhig mal rein. Was soll schon passieren? Tür geht wieder zu wahrscheinlich. Ja. You should be close to an infirmary with a DNA sequencer. If you could get your blood into the sequencer, I can scan the ship for familial DNA. And then we can find your daughter. Then... We can use her DNA to find Ellen. Exactly. Notice. Reserve power facilities are online. Backup systems are now enabled and functioning at benchmark levels. The outside temperature is minus 218. Okay, ich bin gespannt. Was war denn das hier? Robotmaschinen. Das Gerüst reicht bis an die hohe Decke und formt eine schützende Hülle um die Maschinen. Labyrinthartige Schatten werden an die Wand und auf den Boden geworfen. Ah ja. Wie ich mein Blut da reinbekomme, ist relativ klar wahrscheinlich. Ich nehme einfach die Spritze, ramse mir den Unterarm und ab geht die Post. Robotmaschinen. Mehrere Maschinen und Rohre liegen nutzlos ineinander verwoben herum. Aha. Das ist der liebe John selber. Hier ist die Tür und ich nicht mehr zurück kann. Ist ja wunderbar. Er hat echt die Tür gesteuert, was der Computer. Und hier steht irgendwas. Sub, wie, irgendwas? Kann das sein? Naja, wie auch immer. Der Eingang zum Sicherheitsbüro und ein düsterer Eingang zum Besatzungsraum. Ich gehe lieber zum Sicherheitsbüro, erstmal zum Beispiel, bevor ich zu einem düsteren Eingang gehe. Und hier sind schon ganz viele freundliche Menschen. Tote Wachmann. Ein Körper lehnt zusammengesackt an der, einer schiefen Trennwand, als ob er ein Nickerchen machen würde. Die Uniform verrät, dass es sich um einen Sicherheitswachmann handelt. Wenn auch die zu Tode gekommen sind. Ah, wie schön. Paul Hodgson. Was? Doch, Hodgson. 23. September. Diese ganze Schichtwechselkiste ist irgendwie merkwürdig. Ronald in die Security zu stecken, obwohl er dafür ganz offensichtlich gar nicht geeignet ist, scheint mir unverantwortlich. Naja, ich kann das schon ausgleichen. Nächste bitte. Heute Abend kam eine Nachricht, dass wir die neuen Security-Richtlinien befolgen sollen. Ich frage mich, was passiert ist. So wie ich das sehe, sind nur ein paar zusätzliche Türen abzuschließen. Nicht weiter tragisch. Die Nahrungsvorräte werden zurückgehalten und die Leute werden nervös. Irgendjemand hat Alkohol destilliert und das, obwohl man schon für den Besitz eine ausdrückliche Genehmigung braucht. Ivan hat Ronald erklärt, was Schwarzgebrannter ist und der Typ hat doch allen Ernstes gefragt, wieso das Zeug Schwarzgebrannter heißt, wo das Zeug da farblos ist. Ich schwöre bei Gott, wenn Aliens das Schiff einnehmen und einen nach dem anderen abschlachten, will ich, dass Ronald zuerst erwischt. Ach, wie schön. Ich will wirklich was gegen diese Sauferei unternehmen.
Es ist meine Aufgabe, sicherzustellen, dass die Crew der Groom Lake sicher ist und wichtige Forschungsarbeiten nicht gestört werden. Wenigstens möchte ich das gerne glauben. Diese Clowns teilen meine Einsicht wohl nicht. Ah ja, das Schiff hat also Groom Lake. Der Arsch vom Schiff ist gerade explodiert und dabei ist alles, was nicht irgendwo befestigt war, durch die Gegend geflogen. In der Wand direkt neben mir steckt ein gottverdammter Kuli. Ich habe keine Ahnung, wie viele Leute verletzt sind, aber wegen des Lockdowns kann ich hier nicht weg. Lockdown hin oder her. Station B ist am Arsch, also führt kein Weg in den Spitalflügel. Irgendjemand meinte, wir können ja die Exemplartransportgleise benutzen, aber das ist mehr als dubios. Im Moment gibt es keinen Weg aus dem Security Center raus. Ronalds leblosen Körper anzustarren ist eine verdammt gute Alternative dazu, sich von dem da draußen zerfetzen zu lassen. Was auch immer das ist, ich kann Schreie hören, sie sind weit weg und gedämpft. Okay. Irgendwas wütet also hier oder hat gewütet. Stille. 24 Stunden Stille. Nicht ein einziger Schrei. Kein Schritt. Immer noch keine Nachricht von Ivan. Der Typ hat vom Atmosphärenkontrollraum weggesehen, unmittelbar bevor Ronald den Stecker gezogen hat. Ich habe mich gelangweilt und Ronalds Datei gelesen. Dem ging so einiges durch den Kopf. Vielleicht war er doch nicht so ignorant. Die werden wir auch gleich lesen. Das war's mit dem Wasser. Ivan weigert sich, irgendetwas außer dem Schwarzgebrannten zu trinken. Ich habe echt alles versucht, ihn dazu zu bewegen, etwas Wasser zu trinken. Aber der sture Bastard wollte auf den Tod nicht. Er hat sich schon eine Weile nicht bewegt. Kann man hier jetzt nicht irgendwie... Ja. Es war hier Portal zu lebenserhaltenden Maschinen. Die Besichtigungsportale bieten Einblick in den verstörend schmutzigen Steuerungsraum für die Geräte für Lebenserhaltung. Okay, gucken wir uns kurz mal den toten Wachmann an, was dann wohl Ronald sein dürfte. Oder Ivan, je nachdem. Der Sicherheitswachmann ist offenbar im Sitzen gestorben. Der gepolsterte Sessel neigt sich in einen Winkel zurück, in dem der Körper für sehr lange Zeit gehalten wird. Ivan Zurato. Dieser neue Anderson, das ist vielleicht ein Typ. Kaum 5 Minuten da und fragt schon, was die Computer alles machen. Das gefällt mir. Er ist wissbegierig, so wie mein Junge zu Hause. Ich freue mich, dass er beim Schichtwechsel hier gelandet ist, aber es ist schon schade, dass kein Mädel dabei ist. Ich könnte ein bisschen weibliche Gesellschaft brauchen. Okay, vielleicht ist Anderson eher verwirrt als wissbegierig, aber er hat das Herz im rechten Fleck. Das kann ich respektieren, aber Sarge? Oder Sarge? Ich sag mal lieber Sarge. Wie zum Geier ist der Junge nur auf Sarge für Zurato gekommen? Paul ist einfach nur unausstehlich. Es wird eine Weile kein Essen geben. Gott sei Dank hat jemand Schwarzgebrannten gemacht. Ist nicht wirklich White Oak Whiskey wie zu Hause, aber im All gibt es nicht so viel Hochprozentiges. Sieht aus, als würde ich die Vorräte verwalten, sozusagen. Hutchinson hat gerade versucht, jemanden zu verhaften. Arschloch. Die Rationen sind da. Das wurde auch wirklich Zeit. Der Alkohol hat die Crew nicht so bei der Stange gehalten, wie es mal war. Das ganze Schiff stinkt nach Scheiße. Es hat ja noch nie nach Rosen geduftet, aber jetzt wird es jeden Tag schlimmer. Ab und zu ist es sogar eine andere Art von Scheiße. Das soll einer kapieren. Lockdown auf der Groom Lake? Es gab Beben, Stromausfälle und mehrere Verletzte. Vor ein paar Tagen sind ein paar Jungs los, um eine Bahnstation zu reparieren. Haben seitdem nichts mehr von ihnen gehört. Ich kann nur das Schlimmste befürchten und ich werde nicht abwarten, bis wir wissen, was sich vor sich geht. Paul und ich haben uns auf eine Lösung geeinigt, aber Anderson blickt es nicht. War auch nicht zu erwarten. Ich wusste, dass Anderson nicht klarkommen würde. Ich wusste, er kapiert das nicht. Immerhin war es leichter für ihn, als es für uns wird. Er hat in seinem kurzen Leben so viel durchgemacht. Er konnte einfach nicht mehr ertragen. Er wird nie beerdigt werden. Niemand wird zu Hause an ihn denken und sich fragen, was geschehen ist. Ich glaube, Paul und ich sind die einzigen auf diesem Schiff, die seinen Namen kannten. Vielleicht erinnert sich dieser Samantha, von der er gesprochen hatte, noch an ihn. Von der haben wir schon mal gehört oder gelesen. Vielleicht hat sie ihren Hund nach ihm benannt oder hat eine Blume für sie gepflückt. Und sie hat ihn in einem Buch aufbewahrt. Ich habe ja viel gelesen, aber jetzt gerade hätte ich gern eins in der Hand. Ich habe nie viel gelesen. Poe wäre okay. Das ist sowieso der einzige Autor, dessen Namen ich kenne. Ich habe nicht mit Paul gesprochen. Er denkt, ich saufe, aber dafür bin ich viel zu beschäftigt mit Anderson. Ich schätze, ich schreibe das hier aus einem bestimmten Grund. Was, wenn das nie jemand liest? Was, wenn dieses Schiff einfach tot und leer an den Rand des Universums driftet? Sollten sie existieren, sollten sie zufällig hierüber stolpern, dann bewahren sie Andersons Andenken für mich. Er erinnert mich so sehr an meinen Sohn früher. Wenn sie es nicht tun, tut es niemand. Ich bettle nicht, das tue ich nie. Aber wenn sie ein anständiger Mensch sind, werden sie wissen, was sie zu tun haben. Behalten sie Anderson in Erinnerung. Ich werde es versuchen. Kann kaum die Augen aufhalten. Das Schreiben fällt schwer. Schwarzgebrannter ist kein Wasser. Hutchinson hatte das letzte Wort. Okay. Ja, beenden. Kann man noch irgendwas machen? Ja, ein Computerterminal. Noch ein weiteres Computerterminal. Sicherheitskameras. Hallo? Ah ja. Security Terminal. Na gucken. Damit können wir leider nichts machen. Okay, Crew-Quarter Security Logs. Crew-Quartier, Entschuldigung. 2. November.
An Bord der Groom Lake wird Alkohol hergestellt und verbreitet. Die Security hat sich dafür entschieden, nicht einzugreifen, weil der positive Effekt auf die Moral wahrscheinlich Diebstähle und potenzielle Aufstände in Verbindung mit der eingeschränkten Ration verhindert wird. Allerdings wird die Security regelmäßig gewisse Mengen des Alkohols konfiszieren, um die verfügbare Menge zu regulieren. 22. November. Die Rationen sind eingetroffen und verteilt worden. Nur sehr wenige Fälle von Diebstahlsverdacht oder tatsächlichen Diebstahl. Dies ist höchstwahrscheinlich auf die verbesserte Moral aufgrund der Verteilung von Alkohol zurückzuführen. Okay. 6. Dezember. Nikolaus, wie schön. Das Exemplar Samantha ist eingetroffen. Für den Transport zu Labor 18. Dieses Exemplar aus den Klonbecken befindet sich in einer eisernen Lunge. Der Transport muss schnell arrangiert werden. Das Exemplar kratzt an der Innenseite des Aufbewahrungsbehälters. Schön. 19. Dezember. Die Groom Lake wurde vom Beben erschüttert. Es gibt Berichte über Stromausfälle und schwere Verletzungen. Es ist zum Lockdown gekommen. 25. Dezember. Erster Weihnachtsfeiertag. 4 Crewmitglieder wurden während eines Reparaturversuchs an der Bahnstation vermisst gemeldet. Zur Vermeidung weiterer Verluste oder Verletzungen wurde der Korridor versiegelt mit hochexplosivem Gas gefüllt. Ah, okay. Zurück. Gehen wir mal auf... Das können wir nicht. Zugriff auf Atmosphärenkontrolle. Ich würde ganz gerne die Besiegungsstelle vielleicht mal deaktivieren. Oder auch nicht. I need to figure something out here. Ist es gut, wenn dieser Sensor mich erfasst, oder nicht gut? Ich nehme an, es ist gut, weil ich mich hier drüben befinde und dementsprechend ein kleines Rätsel lösen soll. Was haben wir denn hier? Sicherheitskameras. Ladies and gentlemen, please take a moment of silence to remember Henry Kane. We ask that you join us in recognizing his greatness. Okay, da war gerade ein Nachruf, also man soll sozusagen sich eine Minute hinstellen, sozusagen, um ein Blabla Kane zu gedenken. Interessant. Sicherheitskameras. Diese Monitorencluster wurde eingerichtet, um die Aufzeichnung aller Sicherheitskameras eine Anlage wiederzugeben. Da bin ich mir jetzt sehr gespannt. Okay, hier ist offenbar das explosive Gas drin. Damit kann man nichts machen. Hier ist... was auch immer das sein soll. Ein kaputter Bildschirm. Und irgendwas anderes. Ich habe das Gefühl, dass gleich irgendwas an die Kamera springt. Deswegen haue ich wieder ab. Ich habe echt keinen Bock auf so einen Scheiß. Was haben wir hier? Computerterminal. Ein weiteres Terminal, das vielleicht Zugriff auf erweiterte Systemfunktionen gewährt hätte, wäre es nicht komplett stillgelegt. Ja. Ansonsten, ja, ich kann hier wieder rausgehen. Okay, toter Wachmann. Ist hier noch irgendwas zu finden? Eine Sicherheitstür. Eine dicke Metalltür, die ich wahrscheinlich nicht öffnen kann. Just fucking open! Eher nicht. Bewegungsmelder. Ein Bewegungsmelder wurde bei der Tür installiert. Ja, das ist schön, dass ein Bewegungsmelder dort installiert wurde. Ich habe normalerweise nichts, wo ich, ich kann versuchen, ihn anzubohren. Man kann immer versuchen, irgendwas anzubohren. No, that's ridiculous. Ah, du hast noch nicht den Nutzen von Bohrer entdeckt. Lass uns mal zurückgehen und in die Crew-Quartiere gehen. Ich habe das Gefühl, das wird richtig gut. Vielleicht kann man da irgendwas finden, um den Bewegungsmelder irgendwie auszulösen. Vielleicht müssen wir da irgendwas finden, weil, mir sonst nicht mehr viel einfällt. Once we know where Becca is, how can I get to her? There is another tram through the crew quarters. Once we know where you're going, we'll move forward from there. More trams. Hat schon richtig gut funktioniert. God forgive us. God forgive us, ja, wollte ich gerade lesen, tatsächlich. Gott vergebe uns. Bergbilder. Eine weitläufige Berglandschaft soll das Gefühl von Ruhe und Idylle vermitteln. Ja, ich bin auch total ruhig und meine Idylle ist sehr nah. Was steht hier? Kann ich nicht lesen. Ach, hier ist Smile. Doch, ich hätte jetzt einfach auch richtig rumlesen sollen. Smile und der Pfeil zeigt in diese Richtung. Das sieht mir sehr vertrauenserweckend aus. Ich muss da unbedingt lang. Ich muss wirklich da lang. Das ist mein Problem. Erstmal haben wir hier noch eine Tür mit Milchglas. Die dicke Schmutzschicht auf diesen besonders großen Türen aus Milchglas zeugt von Vernachlässigung. Ja, und wir haben hier noch ein weiteres PDA. An einem Leichnam. Wo ist der Leichnam? Ach, hier. Ein Körper lehnt zusammengesackt zum Eingang der Trennwand. Der Kopf ist nach vorn geneigt und man könnte sich fast vorstellen, dass diese Person einen Mittagsschlaf während einer langen Schicht macht. Das macht er wahrscheinlich auch. Aua! Vielleicht sollte man nicht durch diese Tür einfach so gehen. Aber können wir trotzdem mal hier lesen, was da steht? I wish I could do something. Something. Okay, Dr. Rick Graham. Mir gehen diese ewigen Kratzer und Beulen dermaßen auf den Zeiger. Ich habe meinen Abschluss schließlich nicht gemacht, um Idioten zusammenzuflicken, die sich mit dem Kuli gepiekt haben. Ich will spannende Experimente machen. Ist das zu viel verlangt? Ich will ja kein verrückter Wissenschaftler sein und Leuten neue Arme annähen oder so, aber menschliche Spinnen wären schon cool. Ja, schön. Es ist ein Wunder. Irgendwie hat die Security mir einen Behälter von einem der Klonbecken gegeben. Da steht Samantha drauf. So wie Sie es verstanden haben, soll es ins Labor 18, oder? Naja, kein Grund, warum ich es nicht eine Weile beobachten sollte, oder? Ich werde meine treue Assistentin Miriam bitten, sich ein paar Ausreden für mich auszudenken.
Diese Kreatur ist fantastisch. Die beigefügten Hinweise sind nicht sehr vielsagend, aber ich bin ziemlich sicher, dass dieses Mädchen noch keine voll ausgebildete Wirbelsäule hatte, als sie sie eingetütet haben. Da steht, sie wäre bloß ein Schwanz. Sie hat auch noch ein paar andere Knochen, aber ich hatte schließlich nicht Monsteranatomie als Hauptfach. Zu schade aber auch. Diese Scheiße kann man sich echt nicht ausdenken. Ach, was meint er nicht das Vieh, was in diesem komischen Becken war und dann irgendwelche Arbeiter getötet hat, als es um sich geschlagen hat? Ich glaube schon. Das wurde nach einer Ex-Frau oder sowas benannt. Genau. 10. Dezember. Diesem kleinen Pisser sind Augen gewachsen. Wörtlich. Die hatte es beim letzten Mal noch nicht. Klar sind sie nur rudimentär, aber sie sind gerade erst gewachsen und sie haben mich verfolgt. Jetzt werde ich den Ruhm für Samantha ganz allein einheimsen. Ich meine, die können ja nicht beweisen, dass da mehr als ein paar Stammzellen in dem Behälter waren, als sie ihn zuletzt gesehen haben, oder? Ab jetzt gehört Samantha mir. Ich kann erst gar nicht erwarten zu sehen, was aus ihr wird. Ich will gar nicht wissen, was aus ihr wird. Ich befürchte, wir werden sehen, was aus ihr wird. Labor 18 wird allerdings eindeutig argwöhnisch und ungeduldig. Mir gehen langsam die Ausreden aus, warum ich Samantha noch nicht transferiert habe. Miriam muss sie noch ein bisschen hinhalten. Ich habe ihren PDA gelesen, daher weiß ich, dass sie mich verpfeifen will. Sie will meinen Job. Glücklicherweise habe ich ein Video davon, wie sie mit dem Typen aus dem Labor vögelt. Mit jedem Einzelnen. Das ist... wow, okay, das ist meine Jobgarantie. Die war aber auch sehr langweilig scheinbar. 19. Dezember. Jetzt ist es eine ernste Geschichte. Die Beben haben mich über den Tresen geschleudert und ich habe mir einen Muskel im Knie gezerrt. Das wird ein elendlanger Lockdown. Leute verbinden ohne Zugang zum Spitalflügel. Samantha ist nicht mehr mein Problem. Soll doch ein anderer armer Depp die Verantwortung dafür übernehmen. Ich habe schrille Schreie aus dem Entertainment-Bereich gehört. Bei meinem ersten und bisher letzten Operation ist die Patientin aufgewacht und hat sich die Seele aus dem Leib geschrien. Irgendwas am Anblick der eigenen Rippe ohne Hautrührer macht die Leute echt fertig. Auf jeden Fall klangen die Schreie genauso, nur noch krasser. Es sind die Schreie von Sterbenden. Ich habe die Notschleuse geschlossen. Keine Spur von Miriam. Alter Schwede, was hier steht? Help me. Ja. Nee. Zurück würde ich gern und hier beenden. Alter, ich habe so keinen Bock auf das Folgende, was wahrscheinlich kommen wird. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt hier reingehen, mache ich mal kurz einen Schnitt. Bis gleich.